also von Matrone? Yep. Genau. Ich dachte, ich gebe gleich mal an dich weiter. Du hast auch Schallplatte dabei, hast du gemeint, von euch für, wie ist das? Ja, also wir haben eigentlich eine Platte rausgebracht, direkt vor dem Lockdown, ganz praktisch. Ja. Und dann besprechen und gammeln die im Keller. Ja. Und dann dachten wir uns, dann bringen wir mal zwei mit und verlösen die. Das heißt, wenn sich Leute, wenn das klappt technisch, keine Ahnung, dass Leute sich melden, der Bock drauf hätten, umsonst so eine Platte zu kriegen. Die sehen sehr schön aus. Zeig mal. Also ganz oldschool. Ja, also alles, was wir heute spielen eigentlich, ist auch auf der Platte. Ja. Und ja, wenn sich jemand meldet und dann nachher wollen wir mal den zwei rausziehen und dann verschenken. Das heißt, die Leute, die jetzt Bock haben, kommentieren da auch unter den Videos drunter und zwei davon werden Glück haben. Genau. Ja, viel Glück. Genau, aber Matrone ist jetzt ja quasi, ihr spielt nachher nochmal, wie gesagt, auch länger ein bisschen. Du bist aber auch die Macherin vom Femme Rebellion Fest. Ja, genau. Und du guckst mich immer so an, ich weiß nicht, soll ich jetzt noch mehr sagen oder wolltest du noch eine Frage stellen? Nee, ich wollte ja nur, also von, dass man, genau, du machst das und du machst das auch, Jakob? Ja. Ihr macht das zusammen? Genau, zusammen mit noch einigen weiteren Helferinnen und Helfern. Genau. Für die Leute, die das jetzt gerade am Femme Rebellion Fest, die nicht wissen, was es ist, wie würdet ihr das in euren eigenen Worten kurz beschreiben? Willst du was sagen? Soll ich was sagen? Also ich, in kurze Worte, oh Gott, das ist eigentlich eine lange Geschichte, die ganz lange gegärt hat und letztendlich geht es darum, dass ich für mich festgestellt habe, dass ich als Jugendliche viel zu wenig Vorbilder hatte und dass ich viel mit diesen, selber mit dem, ach, eine Frau kann keine E-Gitarre spielen oder Metal machen oder gekämpft habe und dann habe ich mein Leben lang gedacht, ich würde so gerne nicht nur spielen, sondern auch Mädels zeigen und nicht nur Mädels, sondern alles andere, alles was nicht so der Macho-Gehabe auf der Bühne ist, einfach zeigen, das geht, das kann jeder, also das ist nicht nur für den, genau. Ja. Und immer habe ich hier Jakob lang genug vollgelabert, dass er mitgemacht hat und dann haben wir es doch gemacht. Ja, das Konzept ist ja vier Städte, vier Bands und ihr macht da quasi wie so eine Minitour und klappert da Bremen, Berlin, Kiel, Hamburg ab so? In Berlin haben wir jetzt weggemacht, weil das immer nicht so gut geklappt hat. Du darfst was sagen. Ja, also es ist wie alles halt klein gestartet. Also am Anfang war tatsächlich nur Berlin und Hamburg. Und dann im nächsten Jahr dann schon drei Städte. Dann haben wir dann noch Bremen dazu genommen. In der Friese ist es in Bremen immer. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, in Berlin ist nicht so... Also geht es ein bisschen unter, sage ich mal, und hatten dann das Gefühl, es ist eigentlich geiler und wichtiger, das auch noch in andere Städte zu bringen, wo es vielleicht nicht eh schon so ein Riesenangebot gibt. Ja. Und sind jetzt seit letztem Jahr in vier Städten unterwegs. Also dieses Jahr hätte das Femme Rebellion Fest zum fünften Mal stattgefunden. Und zwar und auch jetzt an diesem Wochenende. Genau, dieses Wochenende, jawohl. Und jetzt sind wir in Kiel. Wir wären in Kiel gerade eigentlich. Eigentlich sind wir gerade in Kiel. Ja, scheiße, Mann. Stimmt gar nicht. Nein, wir sind in Hannover. Heute ist Donnerstag, genau. Also Kiel, Hannover, Bremen, Hamburg ist dann sozusagen die Tour gewesen. Genau, ja, das war auch so ein bisschen der Punkt. Das hat sich so ergeben mit Hamburg Calling. Und dann hat Easy, wir hatten mal hier im Board gesprochen, und meinte so, Alter, hier Matrone, macht hier geil am Femme Rebellion Fest und so. Und dann hat sich das so ergeben, dass es auch jetzt, ich denke auch so, wir hatten sie gerade von 77 bis 85, es waren ja auch ein Haufen Dude-Bands irgendwie, einfach so mega viele Männer auf der Bühne so und auch der Punk ist ja da ein bisschen so schwer schlagseitig unterwegs gewesen und eigentlich auch oft immer noch so und dann war das ein super Punkt und weil wir das auch sehr wichtig finden, einfach, dass da irgendwie ja, alle Wesen, die es gibt, irgendwie repräsentiert werden für alle so und nicht irgendwie ein Stereotyp runtergebraten wird so. Ja, das ist... das macht auch das, also ihr macht das quasi nicht nur ihr beiden natürlich, sondern ein ganzes Team. Und das ist auch so wie so eine Family Crew, die sich da so zusammenschweißt und vernetzt über. Wie läuft das so? Ja, also die Idee ist ein bisschen Corona-Spielen, sag ich mal. Also eigentlich, das war unsere Idee vorher, vor Corona anzustecken, überall anstecken, dass es sich so rumverbreitet. Ja. Das haben wir noch nicht so gut hingekriegt wie das Corona, aber wir sind noch dabei. Und genau, das geht darum, also wir richtig veranstalten tun wir es nur in Hamburg
Und wir organisieren, wir koordinieren die ganze Geschichte auch für die 4 Tage. Ja. Aber die Idee ist, dass in jedem Ort, wo wir hingehen, da ist eine Crew, die das macht, deren eigene Veranstaltungsgruppe und so. Und das ist alles DIY. Das ist alles immer so, wir schlafen teilweise irgendwo auf dem Boden oder bei den Leuten zu Hause. Und wir fahren mit einem Bus zusammen. Dieses Jahr werden wir das erste Mal mit so einem Soli-Bus gefahren, der ziemlich geil ist, aus Berlin, die auch total Bock drauf hatten, das mitzumachen. Und es geht darum, auch die Musiker so ein Gefühl zu vermitteln, dass es das Musikmachen nicht nur ist, auf der Bühne stehen und so, sondern das Ganze drumherum auch. Und nicht nur den Musiker, weil alle, die mitmachen, egal von denjenigen, die da ein Match machen oder so, also nach 2 Tagen ist es wirklich scheißegal, wer was macht so. Ja. Und das steckt sich so richtig gut an und das ist total geil, dass die dann alle, und die kommen die auch jedes Jahr alle wieder. Und bei den Bands ist das so, wir gucken auch, dass wir unbekanntere Bands holen, gerne aus anderen Ländern, wo die sonst nicht die Möglichkeit hätten, auch herzukommen. Wir haben schon aus Griechenland, aus Brasilien, dieses Jahr werden 2 russische Bands gekommen. Ja, cool. Die auch total Bock haben. Jetzt wollten wir es eigentlich auf April verschieben, wahrscheinlich verschieben wir das aber noch länger. Und machen wir in April was anderes, keine Ahnung. Ja, ja, gerade ist echt die Dürrezeit irgendwie so. Irgendwie überleben, irgendwie durchkommen so. Wir hatten es auch schon ganz witzig, so als ihr dann vorher Soundcheck gemacht hattet und alles dabei hattet, so nach mehreren Monaten nichts mehr machen, fühlt sich das schon an wie so, habe ich jetzt alles, wie geht das hier so? Und hatten wir nicht, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ja, genau. Wir reden gerade viel davon, du hast uns aber auch einen Einspieler mitgebracht, beziehungsweise, was ist das, die Impressionen von 2019, ne? Genau, so wie ich vorhin meinte, wir wollen Leute mit alles Mögliche anstecken und alle, die Bock haben, irgendwas zu machen und dazu bringen, das zu tun. Und diesmal kam eine Frau mit, die auch mit einer Band befreundet war und hat gefragt, ob sie Videodreh machen kann und das Ganze dokumentieren. Wollten wir auch versuchen, jedes Jahr zu machen, aber ich schaffe das immer nicht zeitlich. Ja. Genau, und das hat sie zusammengestellt aus ihren eigenen Sicht. So hat alles dies mitgefahren und da hat es immer hier und da gefilmt und am Ende hat es so dieses kleine Filmchen gemacht. Cool, ja. Also genau. Ich würde sagen, wir schauen da direkt mal rein. Das sind echt 4 ja, schöne Minuten, wo man dann, ja, macht mega Laune. Ja, da weiß man, worum es geht, besser genau. Als beim Reden, ja. Also ich würde mal sagen, hier Feuer frei für Femme Rebellion 2019. We took the squad tires, track from Kim.
Ja. Das sieht man, was das fehlt, wurde, ne? Wir gerade tun, anstatt. Ja. Ja. Oh. Ja, ist hart. Ja. Ja. Also schön zu sehen, dass es, was so alles passiert, aber auch hart, was man gerade so vermisst. Ich denke, das geht auch geht länger, dass es gerade noch geht. Das ist eh schon krass, aber echt vielen Leuten so. Hm. Wie ist das in eurem Umfeld? Wie hart leiden die Leute? Oder ihr selber? Also, vom Tag zu Tag unterschiedlich. Ich bin Tontechnikerin vom Beruf. Das macht es auch nicht einfacher gerade. Du, ja, stimmt. Du bist im Molotow auch im Werk, oder? Im Knust, ja. Im Knust, ja. Und ja, also, es hat von alle Seiten. Ne? Man kann gar nichts so wirklich machen. Zum Glück kommen wir noch Proben irgendwie, weil sonst würde ich durchdrehen, echt. Ja. Ja. Steckst du auch so tief mit allen Beinen im... Nicht ganz so tief, also ich bin aber tatsächlich auch Veranstaltungstechniker, aber zum Glück fest angestellt am Theater, deshalb bin ich gerade in Kurzarbeit. Okay. Aber also zu der Frage, wie sehr wir leiden, also ich für mich empfinde so, naja, irgendwie ist das, man hält so aus und man merkt es vielleicht nicht so oberschwellig, aber unterschwellig merkt man, dass dann auch doch nach einer ganzen Weile was halt fehlt. Ja. Und das kam ja, finde ich, in dem Film auch total gut rüber, wie wichtig halt solche Erlebnisse sind, auch für so ein Empowerment einfach. Also das ist ja auch im Prinzip das, was wir mit dem vom Rebellenfest versuchen, das einfach empowernde Gefühle oder empowernde Erlebnisse zu geben. Ja. Das fehlt natürlich auf Dauer und das macht dann natürlich auch den Rest der Gesamtscheiße schwerer zu ertragen. Ja, das ist, also hast du auch gerade so gesagt, ne, es ist ja nicht nur das, was auf der Bühne passiert, der Moment des Live-Gigs und dann ist vorbei, es ist alles, was dazugehört, die Freundschaften, die Ebenen, wie man Leute kennenlernt, was wie bei passiert, so, was auch egal ist, was sonst... Die Vernetzung auch ganz wichtig, ne? Ja, genau. Aber vielleicht auch, also um jetzt nicht sozusagen nur das im Leid zu schwelgen, Stichwort Vernetzung, das ist ja zum Beispiel was wir auch mitkriegen, was halt auch weit über das Ereignis hinaus trägt. Ne? Ja. Also was da sozusagen jetzt nach dem letzten Femme Rebellion Fest zum Beispiel auf Instagram dann irgendwie abgegangen ist, das fand ich schon sehr bemerkenswert, wie da die Herzen hin und her flogen und auch immer noch. So, ne? Also das hält tatsächlich an und das ist, glaube ich... Ja, die Bands sind forever zusammen verbunden durch diese Veranstaltung, die sagen alles selber, sowas haben die noch nie erlebt. So, das kann man. Ich versuche immer vorher zu erzählen, was wir vorhaben. Und die konnte sich gar nichts drunter vorstellen. Also schon Spaß, 4 Tage feiern, wir kriegen alles bezahlt, ist doch super. Und echt nach spätestens 2 Tagen merken die, was es wirklich bedeutet. So. Ja. Und dann danach sind die schon ganz schön sinnsüchtig. Also, ja. Ja, und das kommt halt auch dazu. Ne? Also, du hattest es ja schon erwähnt, wir haben Bands aus Brasilien gehabt, aus Kanada, aus Griechenland, aus Russland. Jetzt dann dieses Jahr wäre das so gewesen. Und das ist halt auch eine total spannende Sache, wenn bekanntere Bands und weniger bekannte Bands, wenn die sozusagen aufeinandertreffen und da so 3 Tage gemeinsam auf Tour sind, wie man halt auch voneinander lernt und sich die Horizonte einfach unglaublich erweitern bei allen Beteiligten. Ja. Ja, und was für eine Sorte Musiker kommen. Also wir machen schon, wenn wir Menschen fragen, ob die Bock haben zum Spielen, ich mache immer so ein Spielchen, wo ich schon mal aussortiere, indem ich bei der Frage schon zum Beispiel Sachen sage wie, ihr müsst nichts bezahlen, aber es kann passieren, dass ihr gar kein Geld kriegt. Das wissen wir nicht, das wissen wir erst danach. Wenn alles bezahlt ist, alle Flüge, alle das Essen, der Fahrt, wenn alles bezahlt ist, was überbleibt, wird verteilt und zwar gleichmäßig an alle Musikern. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, bis jetzt ist noch 2 oder 3, die gesagt haben, wir können uns nicht mit so viel Zeit vorweg festlegen, weil wir brauchen schon das Geld, aber ansonsten hat es bis jetzt auch mit Petrol Girls, die haben sogar geschummelt irgendwie. Die haben so getan, als würden die da nicht in Hamburg spielen, weil sie sonst Ärger gekriegt hätten, weil die gerade einen großen Vertrag gemacht hatten. Okay. Und die haben auch als erstes gespielt in Hamburg, weil die hatten die Spielchen, wir machen das immer so, dass die Bands entscheiden, die Reihenfolge, ist uns egal, wie sie das machen wollen. Ja. Und dann diesmal haben die so entschieden, jeden Tag wird eins gedreht, also der als erstes gespielt hat, spielt als zweites, der zweite als dritte und so weiter. Und am 4. Tag waren Petrol Girls und ich wusste davor gar nicht, dass die so bekannt sind, muss ich ehrlich sagen. Weil sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Weil eigentlich zum Glück wusstest du es nicht. Ja. Ja, aber gut, aber guck mal, in Bremen sind die Leute vor der Tür geblieben, die sonst kommen und die taten mir so leid. Ja, und dafür sind andere Leute, die sich sparen wollten, dass die auf Tour sind und das teurer ist. So, ne? Ja, ja. Das war ein bisschen schade, aber...
Das war tatsächlich hart, da Leute wieder wegschicken zu müssen, weil es war einfach tatsächlich komplett überfüllt. Ja. Wobei, das ist halt auch ein Stück weit, ich habe mal bei Vinylkicks, die sind jetzt auch hier am Midstreamer so seit heute, da hast du erst kürzlich auch ein Interview gegeben, wo du auch am Schluss dann meinst, ja, die Theorie ersetzt die Praxis nicht. Und das, was ihr quasi mit Family Rebellion macht, das ist ja wirklich so handfeste Praxisarbeit. Da brauchen wir jetzt nicht so sich einen akademisch rausflexen, was gerade Gender Equality sein könnte, sondern man, also es geht darum, das in dem Moment einfach zu machen dann so und auch miteinander auszumachen. Es funktioniert auch, also ich weiß nicht, wie viel Zeit noch ist, aber wurde gerne gerade, ist mir durch den Kopf eine Erinnerung gekommen. Hau raus, ja. Ja, also wir haben beim zweiten, glaube ich, hat It Lipstick heißen die, aus, die sind aus Berlin. Und die haben, das sind auch, sind das Männer, Frauen, weiß man nicht so genau, jedenfalls machen die auch Punk und wir haben uns total viel unterhalten und als wir unterwegs waren, meinten die, boah, das, wir wollten schon immer auf Tour gehen und es ging noch nie. Und immer nur in Berlin spielen und die konnten alle nicht fahren und dann mussten sie sich irgendwie fahren lassen, das ist immer so kompliziert und egal, auf jeden Fall waren die begeistert, das zu merken, die dachten immer, das ist so schwer, sowas zu machen und dann haben sie sich das abgeguckt und meinten, ey, das ist so geil, das muss man nur einfach machen. Und ja, genau. Und darüber, dann, als sie die mal wieder getroffen haben auf einem anderen Konzert, dann kam der Sänger zu mir und meinte, weißt du was, ich habe mir echt... Wir wollten neu aufnehmen und dann habe ich mich überlegt, so wie du meintest, einfach fragen, das stört, das kann man machen. Und wir wollten bei der neuen Aufnahme eine Produzentin haben und kein Produzent. Und dann haben wir Peaches gefragt und die hat das jetzt gemacht. So, und dann haben, weißt du, und weil sonst hätten die es nie gemacht. Und das ist diese, wieso, man fragt und entweder die macht mit oder macht das nicht, so, ne? Und da merkt man, das bringt wirklich was nachträglich, so, weil die Leute merken irgendwie, einfach machen, so, scheiß drauf. Ja, ja, ich denke auch, es ist so, vieles passiert nicht, weil Leute im Kopf sind und überlegen, was sein könnte, dann geht aber nichts, aber man muss halt irgendwie in die Praxis kommen, so. Ja, und vielleicht auch zu dem, was du sagtest mit, die Theorie ersetzt nicht die Praxis, das ist ja vielleicht auch einer der Gründe, weshalb wir das so bewusst, ich sag mal so, relativ niedrigschwellig halten. Ne? Also wir haben schon Anfragen gehabt, zum Beispiel auch von irgendwelchen Buchständen, die da irgendwie aufschlagen wollten und wir wollten das eigentlich lieber nicht so mit irgendwelchen politischen Inhalten überfrachten, sondern einfach eher diese Botschaft so alle zusammen, alle Geschlechter gleichberechtigt, also versuchen wir zumindest, und ja, alle zusammen halt Spaß haben und mit Spaß für das Gute kämpfen. So. Ja. Genau, nicht drüber nachdenken, sondern das fühlen, genau. Deswegen auch nicht diese ganzen Bücher und den ganzen, sondern einfach nur, als wenn das normal wäre. So, weißt du, wenn. Als wenn das normal wäre. Ja. Ja, es ist noch ein gesellschaftlichen weiter Weg, aber ich glaube, ich meine im Endeffekt auch vorher so, diese Punk-Nummer Avantgarde aus den 77, irgendwann entstehen dann Bands, die jetzt heute groß sind so und Popkultur daraus entsteht und das dann irgendwie mehr so mainstreamig dann wieder wird und naja, ich meine, Punk oder so, die Attitüde, die jetzt auch aus der DIY-Szene, zu der wir uns auch zählen, gehört es so, ja, man macht das halt und was sich dann durchsetzt und irgendwie mehr Leute machen, wird dann auch zu einer Bewegung, die, ja, die wir alle irgendwie gut finden auch so. Deswegen, ja, geile Nummer, dass ihr das so treibt, dass ihr, ja, und vor allem, dass ihr das auch weitermachen wollt. Ich hoffe, ihr kriegt euch da auf die Beine für nach Corona. Ihr könnt alle helfen, indem ihr zum Beispiel solche tollen Taschen erwerbt oder solche tollen T-Shirts. Ja. Wir haben auch, also jedes Jahr gibt es ein neues Design. Hier ist zum Beispiel unsere Gold Edition. ich halte das mal so irgendwie, ja, in die Kamera. Also wir haben ja eine Webseite, da kann man drauf gucken, www.fam-rebellion.de. Ja. Und da kann man uns auch kontaktieren und zum Beispiel solche T-Shirts und erbeten. Und da gibt es auch noch die ganzen Videos, also das wurden noch mehrere Videos von Menschen geschnitten, ja, und zusammengestellt und Fotos und alles. Also man kann schon einiges uns... Wenn ich dann mal den Arsch hochkriege, dann kriege ich auch eine, ich will auch eine Seite, wo ganz viele Links zu allen möglichen Projekten, weil eben diese Vernetzung auch total wichtig ist. Ne? Ja, mach das mal, das ist gut. Ja. Genau, ja, wir also haben theoretisch. Die Leute, die das sehen, können gerne schon mal anfangen, Links zu schicken. Wir gucken uns das an, ob wir es gut genug finden. Oder? Wir haben jetzt einen Blog tatsächlich. Ja. Irgendwann werden wir vielleicht auch nochmal Blogger enden. Ja, der hat nur 2 Jahre gebraucht. Das andere kriegen wir auch hin. Ja, gut Ding will Weile haben.